Viele Unternehmer erzählen mir von ihren Erfahrungen bezüglich Arbeitsinspektorat. Manchmal sind da ganz praktische Leute am Werk, die sagen, hey, der Feuerlöscher ist abgelaufen, schreiben Sie mir einfach ein E-Mail, wenn Sie einen neuen haben. Aber wie überall im Leben gibt es solche und solche Menschen. Allerdings wollen dann viele Unternehmer nicht zu mir kommen und ein Interview für den Blog machen, da sie Angst vor Repressalien haben. Zu Recht? Definitiv zu Recht. Also gerade an meinem Fall hat man gesehen, was denn eigentlich passiert, wenn man den Mund aufmacht. Bei mir war es so, dass dadurch, dass ich an die Medien gegangen bin, das Thema publik gemacht habe, ist natürlich die ganze Maschinerie dann in Gang gesetzt worden. Also plötzlich haben sich dann auch Institutionen zu Wort gemeldet mit relativ harschen Presseaussendungen und haben versucht, mich dadurch zum Schweigen zu bringen, auch mit Unwahrheiten. Und dafür fürchten sich natürlich viele Unternehmer haben Angst, dass wenn man etwas öffentlich bekannt macht und öffentlich sagt, dass dann gleich die doppelte Ladung kommt, und bei mir war es ja der Fall, und davor fürchten sich die meisten Unternehmer.